jetzt geht's wieder weiter mit Paper Mario. Wir haben jetzt sogar 6. Du lernst eine neue Sternattacke. Super fett. So besiegt Mario den Schrecken der Meere, den König, Piratenkönig, Protiss. Mit dem Sieg über den Piratenkönig erhielt Mario das 5. Sternjuwel. Protiss aber wird sich in der Zukunft wohl von vorbeifahrenden Schiffen fernhalten. Die Frage ist nur, wie unseren Freund von der Insel fliegen sollen. Und dann kam es noch eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte. Na, sehr gut. Du hast, was du brauchst. Mach, dass du wegkommst. Logbuch. Es ist unglaublich. Wir sind am Ziel. Wir haben den Schatz des Piratenkönigs entdeckt. Haben wir? Ach, wir haben volles Leben. Was? Was war das? Was war das, dieser Beben? Bist du in Ordnung? Ach, unglaublich. Du hast den Piratenkönig wirklich besiegt? Was bist du eigentlich? Ach Quatsch. Ach Quatsch, hier nicht so rum. Wenn ihr so viel Zeit habt, dann sucht doch einen anderen Weg, wie man hier rauskommen soll. Bei diesem Beben von eben ist der Riss ein paar Risse entstanden. Man spürt, dass der Wind durch den Riss weht. Wenn wir den Felsen sprengen könnten. Naja, wer weiß denn schon das schon. Was? Ist das wahr? Aber wie solltest du... Wie sollten wir einen so harten Felsen zerstören? Ja, mit unserem Steuermann natürlich. Siehst du? Na, ich hab doch es gleich gesagt. Also, ich gehe mal dann. Also, Leute, Schluss mit den Höhlenleben. Oh, diese Höhle ist mir so kalt und dunkel. Na los, Ramazio, ab in die Sonne. Ah, du hast uns gerettet. Wir werden dich niemals vergessen, also, nichts wie weg von hier. Warte mal. Haben wir hier irgendwas Cooles? Haben wir nicht. Ah, wir sind jetzt hier, ne? Oh, whatever. So. Oh, ahoi Mario. Gut, dass du wieder da bist. Und? Hast du den Schatz gefunden? Na, sag schon. Was? Du hast den Piratenkönig wirklich besiegt? Also... Er seinen Schatz verteidigen wollte. Und dann hast du ihn den Schatz gelassen? Weil er dir leid tat? Oh. Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber du! Mein Bruder! Mein Bruderherz! Was machst du hier?
Also ich wollte dich wiedersehen und bin ganz einfach in den See gestochen. Aber Geister haben unser Schiff versenkt. Bruder, dich zu sehen. Was? Versenkt? Dann seid ihr also auch auf dieser Insel gestrandet? Was war das? Sieh da! Was? Zum Klamotter, Mann! Ist das jetzt wohl? Tschüss! Moment! Entschuldigung, ich wollte euch nicht. Moment, jetzt bin ich mal flog. Jedenfalls danke, dass ihr das Jörn Sternjuwel besorgt habt. Bravo, gut gemacht. Nee, das ist doch dieser Filmtyp aus unserer Mannschaft. Tatsächlich, das Vierauge. Was macht denn der Kerl denn da auf dem Schiff da? Hey, Vierauge, das ist gefährlich. Wo du da stehst, komm mir besser runter. Was? Ja. Sag dir, will ich etwas mehr Respekt an mich. Aber genau zu, ihr schrankt gut. Der beirrte Matrose, das war nur ein Trick. Mein echter Name ist. Obers Crucius. Das staunt ihr was? Ja, ich war es, dass der Mario hierher geführt hat, damit er das Sternjuwel besorgen kann. Und du, Mario, ja, mit dem Sternjuwel. Du weißt, was passiert, wenn du dir meine Befehle nicht sofort befolgst. Feuer, los, Feuer! Bum, bum und bum und Feuer! Zu Hilfe, ein Verräter! Die Augen ist ein Seeräuber! Und warum tut ihr nichts, Leute? Und wer muss diese Piraten stoppen, der ist sofort? Diese Matrosen. Feuern ohne Schiff sind wir nur in Hoppenkraule geschalten. Das ist es. Das ist der Plan. Wir haben ein Schiff, ein exzellentes Schiff. Los, Mario, bring mich zu diesem Piratenkönig. Die Legende sagt, dass er dass auf der Insel noch ein Schiff. Was? Die Legende sagt, dass auf der Insel noch das Schiff Vampir im Piratengalion ist. Wenn die Legende wahr ist, dann müssen wir das Schiff hinher irgendwo zu finden sein. Crucius, das ist Wahnsinn. Wir reden hier von Crucius, dem König der Piraten und Herr der Meere. Glaubst du, er verleiht so einfach sein Schiff? Der munkelt uns eher alle ab. Hey, ich bin zwar ein Feigling und ein Jammerlappen, aber ich bin hier der Anführer. Und deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, werden sie uns erleben. Und bleiben nur der Kampf. Keine Widerrede, klar. Ich, Crucialo, werde Crucius verhandeln. Los, Mario, zeig mir den Weg zu diesem Prozess. Mal gucken. Also hier haben wir das letzte Mal gesehen. Und da ist er. Moment. Bist du nicht der Typ von vorhin? War das noch was? Captain Crucius, wir müssen miteinander reden. Du musst uns dein Schiff ausbauen. Was? Wieso soll ich euch mein Schiff geben?
Wer bist du überhaupt? Ich bin Riario. Und es gibt ein kleines Problem am Strand. Die Piraten greifen die Insel an und wir müssen unsere Freunde beschützen. Und dafür wollten wir uns dein Schiff auswählen. Werde kein dummes Zeug, Mann. Du glaubst wirklich, dass ich dafür gebe ich euch das Schiff. Und ganz nebenbei, die Black Skull kann nicht so einfach in See stechen. Ohne das magische Schatz hier, Schädeljuwel, kann dieses Schiff nirgendwo hinsegeln. Das Schädeljuwel? Ist das etwa das hier? Oh, tatsächlich das Schädeljuwel. Also gut, wie wär's da? Du bekommst mein kostbares Familienerbstück und dafür leistest du uns dein Schiff. Das ist doch fair, oder? Was meinst du? Also, war es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben? Und jetzt soll ich dir das auch noch mein Schiff geben? Der Schädeljuwel einfach abnehmen. Moment. Dann musst du aber erst wieder gegen Mario nochmal kämpfen. Und in der Zwischenzeit versenke ich das Schädeljuwel auf den Meeresboden. Ist es das, was du willst? Was für ein hinterhältiger kleiner Assgeier. Na gut, einfach schon. Der Handel gilt, aber wir. Du wirst das Juwel weg. Ah, Verhandlungen, ja, erfolgreich. Ich bin eben nicht so unbesorgt, sonst ein professioneller Händler. Man muss nur reden. Dann erhält man schon viel. Also bitte, hier für dich. Wunderbar. Jetzt kann die Black Skull endlich wieder in See segeln. Ich wollte auch schon was gegen diesen Gebäudemann unternehmen. Endlich wieder ein Kampf. Ja. Das hat schon genug so lange gedauert. Gut. Gut, dass wir gut, dass du das Reden mir überlassen hast, Mario. Los, lass uns gehen. Hier noch irgendwas? Hey Leute, schön, dass ihr euch wiedersehen. Ach, diese Kerle sollten nicht unerschrocken davonkommen. Wäre blöd, wenn... Was ist der Name? Rosario den Ruhm allein einstecken. Also, Captain. Endlich wieder auf mir. Wellen, Wind, Wasser. Los, Leute, wir legen ab. Feuer frei. Aber denk nicht, dass unsere Demolition ausgeht. Unverschämtheit, ohne Erlaubnis, einfach meine Insel zu beschießen. Was denn nun? Dieser
möchte eine Karne, wenn wir auf Grund schicken. Ja, Pilzgesichter, aller Mann zum Angriff. So, Mario, jetzt bist du an der Reihe. Deine Abrechnung. Heute werden wir ein schickes Fischfutter. Nein, andersrum. Heute werden ich euch zu Fischen schicken. Seid ihr bereit? Okay, dieser Kampf ist möglich, weil dieser Flucht ist nicht möglich. Ich habe hier und halt die Mission. Wenn es so ist, antreten! Okay, hier ist schon wieder einer. Starke Leistung. Was dachte ich schon? Ich hätte mich besiegt. Aber dieser Kampf geht weiter. Böse Jungs sind nun mal meistens schlechte Verlierer. Haben wir hier irgendwas Cooles? Oh.
Nope, wenn ihr seid. Oh, nochmal. So, mal tauschen. Okay. Flucht. Schon wieder verloren. Und wie bitte? Und wie? Bitteschön. Soll ich Crotius das erklären? Warte mal, warte. Ah, gut gemacht, Mario. Mario, Mario, Mario. Und wieder eine Säule weniger. Prinzessin Peach. Schon wieder ein Fehlschlag. Was soll das? Ich bitte um Vergebung. Wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, dachte ich. Crotius. Alti, bis auf weiteres bereit. Aber dies ist deine letzte Chance, verstanden? Verstanden. Und wegtreten. Hey, du. Der Befehl. Sag den Schattentrio. Wir sollen dieses Mal Mario kriegen und zwar schnell. Der Befehl. Na, wir haben 1. Mario hat schon 5. Wir müssen etwas tun. Okay. Ach, schon wieder? Was will er jetzt wieder bloß? Was ist denn los? Tschüss. Dieses Mal musst du etwas Gefälliges tun. Was? Du musst dich in Crotius Zimmer schleichen und eine Datendiskette suchen. Eine Datendiskette? Ich habe Zugang zu allen Daten im Netz, aber nicht zu Daten auf Computer, die nicht an den Netzwerk angeschlossen sind. Crotius verfügt über eine Information, auf die ich keinen Zugriff habe. Aber ich benötige die Informationen. Aber wie soll ich das tun? Wieder eine Verkleidung? Nein, diesmal nicht. In dieses Zimmer darf niemand außer Crotius hinein. Ist Crotius nicht da? Bewachen seine Leute den Eingang. Aber es gibt einen Weg. Du musst nur tun, was ich dir sage. Es tut mir leid, es ist etwas gefährlich, von dir sowas zu verlangen, aber außer dir kann ich niemanden darum bitten. Ach, das macht nichts, Tech. Sag einfach, was ich tun soll. Geh zunächst raus und fahre mit dem Aufzug wieder nach oben. Okay. Okay, okay. Erst entfernst du dich von Crotius Zimmer. Geh in das Zimmer mit dem grünen Licht links vom Fahrstuhl. So.
Hier kannst du dir einen Trank mixen, der dich unsichtbar macht. Ein Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in Kuzios Zimmer. Gut, und was soll ich jetzt tun? Stell zunächst die Flaschen von den Tisch in die Mitmaschine hinten, aber ich weiß nicht, welche Farbe an welche Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notiz hinterlassen. Befolgt diesen Hinweisen und stell die Flasche in die Maschine. Okay, vielleicht hier. Zwischen grün und rot, oder? Jo. So. Zwischen grün und rot müssen zwei anderen Farben stehen. Das heißt also, hier, grün, rot. Das heißt also, grün und rot heißt, dass es auf der anderen Seite ist. Blau muss neben rot stehen, das heißt also blau. Rot darf nicht rechts außen stehen. Okay, das heißt also andersrum. Rot, blau, Strich, grün. Gelb muss zwischen blau und grün stehen. Blau und grün, gelb. Gelb. So, dann haben wir die Reihenfolge rot, blau, gelb, grün. Haben wir hier noch irgendwas zu lesen? Drücken, hinten, 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 drücken. Okay, das heißt also, nehmen wir uns das rot. Ja, können wir theoretisch eigentlich auf alle? Ja, wir können auf alle auf einmal machen. So, das heißt also, wir machen, gehen zum ersten und machen dort den roten rein. Dann den blauen, dann den gelben und dann den grünen. Ist es so richtig? Ja. Gut. Links im Zimmer ist ein Schalter, drück ihn. Drücke jeweils den Knopf, wenn der Behälter dort steht. Nein! Fuck. Doch. Die Flüssigkeit wird 3 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann den Schalter, die Maschine anzuhalten. Jetzt drücke bitte den Schalter, um den Vorgang zu starten. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, muss es fertig sein. Ist es richtig so? Ja. Gut. Trink in einen Zug aus. Was? Das hier? Bist du dich sicher? Bitte, trinke. Sehr gut, du bist wirklich unsichtbar. Allerdings habe ich einen taktischen Fehler erkannt. Auch
Der beste Trank kann deine kleinen Noten nicht unsichtbar machen. Ach ja, natürlich. Oh, Moment. Ich sollte mein Kleid verstecken, damit es keiner sieht. Ja, geh in Crucios Zimmer und such die Datenkassette und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Ich werde es dir näher erklären, wenn du in Crucios Zimmer bist. Komm danach in dieses Zimmer zurück. Ich zeig dir dann, wie ich dich wieder sichtbar machen kann. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt in Crucios Zimmer. Ich denke. Was ist da? Ah, niemand da. Und die Tür geht einfach auf. Er ist wahrscheinlich kaputt. Die geht nicht auf. Okay. Upp. Ist das Crucios Zimmer? Aber wo ist die Disk? Ah, hier ist sie. Eine Notenbrust erhalten. Leg die Disk in den Computer in diesem Zimmer ein und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Okay, gut. Ja, es funktioniert. Wie geil! Oh, das war's sicher. Muss ich die noch zurücklegen, sonst... Was ist es? Danke, Peach. Konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, das war ein Glück. Ich sag dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Tränke die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich wieder zurück. Moment mal. Was habt ihr denn gesagt? So ist es besser. Also, die grüne Flüssigkeit nicht wahr? Ach, zum Glück. Wenn das nicht funktioniert hätte. Komm zurück in mein Zimmer. Ja, aber die Wachen vor der Tür. Knuckel. Übrigens, Tech. Was war eigentlich auf diese Daten? Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheiten? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erfolgreich, kannst du jetzt eine E-Mail schreiben. Na gut. Oh, du wirst mir alles sagen, was...
du es wenn du es verstanden hast, oder? Dann schreibe ich jetzt einmal eher in die E-Mail. Fertig, kannst du die abschicken? Nachricht verschickt. Für heute war es das. Bitte kehr in dein Quartier wieder zurück. Gut. Also, dann bis denn, Tech. Danke, Prinzessin Peach. Ach, keine Ursache. Peach, ich werde dich beschützen. Das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb düster auch genannt. Hier sollte sich auch einer der Steinjuwelen befinden. Dann fahren wir am besten diese hinter ihm. Diese Füßling, ne? Da fangen wir bestimmt etwas. Ja, gute Idee. Also, wo fangen wir an? Ja, ich muss doch irgendwo brutalen das Superbombe versteckt sein. Tix, wohin muss das blöde Ding doch gesteckt werden? Wenn sich nicht bald was vertut. Hurrika! Da ist die Superbombe. Damit lassen wir Mario fertig und holen uns die allen seine Sterne. Noch hat mich das Glück nicht verlassen. Alter, dieser Typ wieder, der scheint was über die Sternenwelt zu wissen. Nee, was willst du denn, du Schildkröte-Imitator? So, dir etwa auch nach den Sternenjuwelen? Gibt sich mich ganz neue Möglichkeiten hier nicht. Esse mir sofort, was ihr über die Sternenjuwelen wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und zwar schnell, sonst kannst du was erleben. Du machst mir ja richtig Angst. Aber sehen wir das doch nicht so länger. Was? Aber sehen wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Kampagne, antreten! Und was sagst du? Willst du jetzt mit mir wirklich noch reden? Mit Bowser her. Da legt dir keiner an. Kann man noch antreten. Auch nicht schlecht. Und was jetzt? Da hilft wohl nur der Einsatz der Bombe. Und das wird euer Schicksal besiegen. Achtung! Superbombe! Hey, da passiert doch gar nichts. Pech gehabt. Ihr habt gekämpft wie ein echter Poseidon. Ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könntet ihr Black Skull ruhig noch eine Weile benutzen. Ach, wunderbar. Mit diesem Schiff sind wir in wie der Wind in Rohlingen. Wir verlassen diese Insel und kehren heim. Was seid ihr, Leute? Alte Heimat. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Wer braucht denn schon einen Schatz, wenn er wieder nach Hause kann? Sprechen wir in See. Na ja, kannst mal reden. Komm an Bord, Mario, und wir legen ab. Also, Mario. Wir bleiben auf der Insel. Ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier. Und Romans und ich haben hier ein Plätzchen, in dem wir gemeinsam leben können. Mario, oder dem Boss von mir, viele Grüße. Ich bleib auch hier. Ohne Geister ist diese Insel bestimmt gar nicht mehr so übel.
Ach, diese Tubeltrauben sind hier der beste Aufruhr und wir an Bord, Mario. Alles klar zum Ablenken, wir laufen aus. Logbuch. Unser Abenteuer geht zu Maya. Wir hatten gute Winde am Horizont, anscheinend schon der Hafen von Rohlingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen, aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe etwas Wertvolles erhalten als einen Schatz. Wir laufen ein, Zeit, das Logbuch abzuschließen. Der Ruhm gebührt alle. Prozessio. Heimat, endlich, Rohlingen. Wie ich mir endlich danach gesehnt habe. Ich habe aber auch schon alles dafür getan, dass alle Männer unbeschwert heimgekommen. Nun, ich denke, das wisst ihr alle. Weiß ich was? Wir möchten uns gerne von dir verabschieden. Vielleicht trefft man sich ja so eines Tages mal wieder. Aber wir sind mal weg. Tschüss. Oh, ja, die sind ja schon alle weg. Und so plötzlich. Nur du bist ja geblieben, Mario. Für dich geht das Abenteuer ja noch weiter. Du kannst dich durchaus das Zeugs, den großen Polias eines Tages zu überfüllen. Lügen. Obwohl das ganz einfach ist, das sicherlich nicht. Also gut. Na, übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder deine coolen Absichten hast, die Insel wieder zu besuchen. Ich mach dir einen super Preis für eine super Fahrt. Schon gut, wir brauchen dich nicht mehr. Nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich erst auch mal empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Also, bis dann. Also Mario, lass uns zu diesem Tor in den Katakomben gehen. Ja, aber das machen wir morgen, weil der Part hat wieder eine kleine Überlänge und da hinten sehen wir auch schon wieder Luigi. Und da wollen wir dann abhaken, was Luigi hier so hat. Und ja, deswegen. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, sofort zu kommen. Und schon mal runterlassen. Geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.